Gut, heute mache ich einen Eintopf und zwar mache ich einen Chorizo-Eintopf mit Kartoffeln. Wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe, dann könnt ihr mich in den Kommentaren gerne verbessern. Im Grunde gibt es nur Wurst und Kartoffeln und wie ich das gemacht habe, das wisst ihr ganz genau. Das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Heute habe ich mir überlegt, wir machen mal wieder etwas aus dem Gusstopf. Und zwar machen wir einen Chorizo-Kartoffeleintopf. Ich hoffe, ich sage das richtig. Manche sagen ja auch Chorizo. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich bin kein Spanier, aber ich denke und ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und wenn nicht, dann schreibt in die Kommentare, wie ich das aussprechen soll. Aber ich bin mir fast sicher, Chorizo heißt es nicht. Und was brauchen wir als erstes für unseren Chorizo-Eintopf? Und zwar eine schöne, ich sag das Wort jetzt nicht nochmal, ich sag Paprikasalami. Paprikasalami. Wir brauchen eine schöne Paprikasalami, die wir jetzt erstmal so ein bisschen runterschneiden. Und während ich das mache, ist mir gerade aufgefallen, dass du noch kein Abonnent bist. Ich würde mich tierisch über ein Abonnement von dir freuen, einen schicken netten Daumen nach oben, einen lieben netten Kommentar. Und wenn du ganz lustig bist, drückst du noch die Glocke, dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und an alle anderen, die mich sowieso abonniert haben, ihr seid die geilsten, aber das wisst ihr ja. Kommen wir aber zu dieser wunderschönen roten Zwiebel, die ich jetzt in Waffel schneide. Ihr wisst es ganz genau, ihr könnt natürlich auch eine weiße Zwiebel nehmen, wenn ihr nur die da habt, aber ich mag die roten, deswegen habe ich eigentlich nur rote Zwiebeln zu Hause. Ist halt so. Ein bisschen Knoblauch habe ich jetzt hier auch noch und der wird auch noch klein gehäckselt. Und im Übrigen, wenn ihr Bock habt, mir bei Facebook und Instagram zu folgen, fände ich das auch ziemlich cool. Ich habe auf meiner YouTube-Seite so zwei kleine Buttons, da könnt ihr draufklicken, dann werdet ihr direkt hingeleitet. Oder ihr gebt einfach bei Facebook Odenwälder Feuerküche in die Suchleiste ein und bei Instagram bin ich der Daniel-Odenwälder Feuerküche. Ja, und da könnt ihr halt sehen, wenn ich mit den Hunden Gassi gehe und was ich sonst noch so treibe. Kommen wir aber zum Grill, den habe ich jetzt schon mal vorgeheizt. Es sieht man jetzt aus der Perspektive gar nicht, aber da unten befinden sich jetzt Briketts. Die habe ich schon mal angezündet. Achtung, jetzt folgt mal ein bisschen Werbung. Ich benutze die Mac Briquette Cococo Eggs, weil ich werde immer wieder danach gefragt. Und ihr seht da ein Bild, die benutze ich für die, die es wissen wollten. Und Ende der Werbung. In den Topf habe ich ein bisschen Olivenöl gegeben. Das darf ein bisschen erhitzen. Und jetzt kommt die Paprikasalami hinzu. Ich habe jetzt bewusst die Hitze nicht allzu hoch gewählt, weil ich möchte das Fett aus der Paprika so ein bisschen auslassen, weil das gibt richtig Geschmack, das gibt Power. Und wenn das Fett ein bisschen ausgelassen ist, dann kommen die Zwiebeln dazu. Und ich kann euch sagen, wenn ihr an diesem Stadium angelangt seid, da werdet ihr dahin schmelzen. Denn dieser Geruch ist einfach nur mega gut, mega gut. Aber ich lieb's ja sowieso. Angebratene Zwiebeln sind einfach nur großartig. Jetzt habe ich hier einen wunderschönen Lauch, den ich jetzt auch nochmal ein bisschen zurechtschneide, denn den brauchen wir natürlich auch für unseren Eintopf. Ich finde Lauch nämlich ziemlich cool. Den mache ich eigentlich fast in jeden Eintopf rein. Und der darf sich jetzt zu den Zwiebeln und der Paprikasalami dazu gesellen. Und dann wird das Ganze noch ein bisschen mitgebraten. Ah, das riecht hervorragend. Aber das Wetter heute, das Wetter ist eine Katastrophe. Das sieht aus, hier Sonne und so, sieht ziemlich schön aus, aber das windet, das stürmt, es war eine Katastrophe. Ein paar stückige Tomaten, also eine Dose stückige Tomaten gebe ich jetzt auch noch hinzu und lösche das Ganze quasi damit ab, verrühre das ein wenig. Und dann kommt natürlich auch noch ein bisschen Tomatenmark rein. Tomatenmark, das ist wie so ein Geschmacksbooster. Das gibt nochmal richtig Action. Also ich mag persönlich Tomatenmark sehr. Und unser Eintopf kann jetzt noch ein bisschen Flüssigkeit vertragen. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Wasser dazu. Die genauen Zutaten ist liebe Leid, ihr wisst es ganz genau. Die gibt es natürlich am Ende vom Video. Da könnt ihr quasi euch alles abschreiben, Screenshotten, das Tablet auf den Fotokopierer legen, den Bildschirm abfotografieren, was auch immer. Natürlich werden wir das Ganze auch noch ein bisschen würzen und zwar mit ein bisschen Salz und mit ein bisschen Pfeffer. Ich werde euch jetzt nicht vorschreiben, wie viel Salz und wie viel Pfeffer ihr da jetzt reinmacht. Das ist ganz eurem Geschmack überlassen. Denn jeder mag halt ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Salz, ein bisschen weniger Salz, ein bisschen mehr Pfeffer und so weiter und so fort. Deswegen müsst ihr halt ein bisschen abschmecken. Aber 2 Teelöffel Paprikapulver gebe ich noch hinzu. Und noch ein bisschen Majoran. Und
dann kommt noch ein bisschen Kreuzkümmel hinzu. Bitte beim Kreuzkümmel aufpassen, nicht zu viel reinmachen, ansonsten schmeckt das Ganze so ein bisschen, wie soll ich das beschreiben, seifig? Ist seifig das richtige Wort? Ja, ich glaube seifig, ja. Das Ganze wird jetzt wunderschön verrührt und dann schließe ich erstmal den Deckel und kümmere mich um Kartoffeln. Denn wir machen natürlich einen Chorizo-Kartoffeleintopf und da brauchen wir natürlich auch Kartoffeln. Diese Kartoffeln sind nicht vorgekocht. Die sind noch im Rohzustand. Und die werde ich jetzt erstmal so ein bisschen zurechtschneiden. Hier ist auch eure Fantasie gefragt. Macht, wie ihr wollt. Ihr könnt da die auch länglich schneiden oder noch kleinere Waffel oder wie auch immer. Das ist ganz, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Da will ich euch nichts vorschreiben. Rappante, rappante. Und ihr seht schon, das blubbert schon ein bisschen. Jetzt gebe ich die Kartoffeln hinzu. Ah, und das sieht jetzt schon richtig gut aus und es riecht auch schon richtig gut. Ich glaube, dieser Eintopf wird richtig gut schmecken. Jetzt gebe ich noch ein bisschen was von dem Kartoffelwasser hinzu, verrühre das Ganze. Ja, dann können wir eigentlich gleich den Deckel drauf machen und das Ganze mal ein bisschen köcheln lassen. Ich lasse das Ganze jetzt ungefähr so, ja, so 20 Minuten köcheln. Achtet darauf, dass die Hitze nicht zu hoch ist, so, ja, so 140, 150 Grad. Nach ungefähr 20 Minuten sind unsere Kartoffeln noch nicht fertig, ist klar. Aber wir wollen noch eine Komponente hinzufügen, beziehungsweise zwei. Aber als erstes den Deckel runternehmen und passt bitte auf. Nehmt einen Lappe oder sowas, weil der Deckel ist brüllend heiß. Ich gebe noch ein bisschen Zucker hinzu. Das verträgt sich nämlich mit dem Tomatenmark und den Tomaten ziemlich gut. Das passt. Und noch eine Dose Kidneybohnen kommt dazu. Die gebe ich bewusst jetzt erst nach 20 Minuten hinzu, weil würde ich die jetzt von Anfang an dazugeben, dann wären die irgendwann so richtig matschig und das finde ich nicht so toll. Nein, das finde ich... Nein, finde ich nicht gut. Und bevor ich es vergesse, noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr die Dose der Kidneybohnen geöffnet habt, wascht sie mal aus, lasst mal ein bisschen frisches Wasser durchlaufen, denn die Suppe, die da drin ist, ist recht ekelhaft. Nach 20 weiteren Minuten kümmern wir uns jetzt um diese Petersilie, denn die möchte ich klein hacken. Denn Petersilie gehört für mich tatsächlich fast in jeden Eintopf hinein, beziehungsweise es gehört für mich überall hinein. Ich liebe Petersilie einfach nur. Es ist großartig. So, einfach die Petersilie ein bisschen klein hacken. Dann wollen wir mal schauen, ob unser Eintopf schon fertig ist. Ob der Eintopf fertig ist, das liegt natürlich an den Kartoffeln. Wenn sie jetzt schon gar sind, dann ist der Eintopf fertig. Wenn nicht gar, dann müsst ihr halt noch ein bisschen köcheln lassen. Aber so wie ich das sehe, sieht das hervorragend aus. Ich gebe jetzt noch die Petersilie hinzu. Denn die Petersilie, die gibt uns jetzt noch das finale Aroma. Die gibt nochmal, das ist so quasi die Kirsche auf der Sahne. Und was soll ich sagen, liebe Leute, dann wird das Ganze nochmal ein bisschen umgerührt. Und dann ist unser Chorizo-Kartoffeleintopf auch schon fertig. Ihr könnt das Ganze mit ein bisschen Brot servieren und ich bin mir fast sicher, ihr möchtet ihn nachmachen. Und damit ihr ihn nachmachen könnt, braucht ihr natürlich folgende Zutaten. Liebe Leute, das ist jetzt eine ganze Batterie an Zutaten. Bis ich das vorgelesen habe, ist der Tag rum. Aber ich bin mir fast sicher, dass der liebe Firewalker haha das Ganze in die Kommentare schreiben wird. Und dafür möchte ich mich auch nochmal recht herzlich bedanken für deine Mühe. Dankeschön. Ansonsten, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann.